Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Kinderspielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute geht's um das Klibberauge hier. Uah, sowas ähnliches hatten wir schon mal, nur nicht in dieser coolen grünen Farbe. Ich werde das Auge mal hier rausholen und wir sehen schon, wow, das ist super klibberig und klebrig, schaut mal. Das bleibt schon wieder an meinen Händen kleben und ihr wisst ja, ich bin zwar ein riesiger Klibber-Fan, aber die Sachen, die an meinen Händen kleben bleiben, finde ich jetzt nicht so cool. Ich mag lieber schönen Schleim, der durch meine Hände durchfließt. Das ist schon besser. Schaut mal, man kann hier auch schon wieder schön diese Klibberblasen machen. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir noch hiermit machen können. Oh, schaut mal, man kann den ganz schön lang ziehen. Das Ganze soll ein cooles Klibberauge darstellen. Man sieht es auch natürlich wieder hier. Da sind die Adern mit dem roten, mit der roten Iris, beziehungsweise mit der roten Pupille. Und was kann man damit machen? Ja, man kann es auf jeden Fall schön auf den Boden schmeißen und dann bleibt es auch kleben, beziehungsweise es bleibt an meinen Händen kleben, wenn ich schmeißen will. Schaut mal, funktioniert gar nicht richtig, sehr cool. Dann kann man das Ganze natürlich auch schon wieder in die Länge ziehen. Und da sehen wir auch, guckt mal, man kann sogar bis an das Auge drankommen. Mal schauen, ob das geht, wenn wir es ein bisschen weiterziehen. Ja, jetzt öffnet sich's. Ah, ich kann es schon wieder ertasten und da sind wir an der Pupille. Schaut mal, das hier ist aus Plastik. Okay, aber jetzt könnten wir sie sogar hier rausholen. Das ist ja mal cool. Das wollen wir natürlich auch mal noch ausprobieren. Schaut mal, jetzt habe ich sie hier rausgeholt. Und dann machen wir sie mal noch davon ab, oder? Ja, wir machen es ab. Der Paul will heute mal wieder wissen, was das hier ist. Naja, ich kenne es eigentlich so auch schon ganz gut. Das hier ist, guck mal, jetzt hängt das Ganze so aus dem Auge raus. Wie wenn sich jemand erschreckt in so einem Comicfilm oder so, dann schießen ja auch immer die Augen raus. Sieht schon mal witzig aus. Man kann es auch kurz zurückknallen lassen und wir machen es mal. Sehr cool. Und das Ganze hier ist aus Plastik. Ich hätte gedacht, dass es aus Holz ist. Aber naja, komm, wir lassen es mal lieber dran, sonst können wir das Auge am Ende gar nicht mehr benutzen. Dann schieben wir das Ganze mal wieder in seinen Schleim zurück, da wo es in seiner gewohnten Umgebung auch war. So. Und jetzt, was können wir denn noch damit testen? Ja, genau, wir können mal probieren, das Ganze so weit in die Länge zu ziehen, ob der Schleim dann irgendwann reißt. Oh, da muss ich schon mit zwei Händen anpacken, das funktioniert gar nicht. Und komm. Nee, er reißt nicht. Sehr, sehr gut, das ist eine klasse Eigenschaft. Und er ist auch sehr durchsichtig. Schaut mal, man sieht meine Finger hier drinnen, sehr cool. Das gefällt mir gut, das Auge war auch echt günstig. Und wenn jemand einen kleinen Klibberspaß haben will oder einen kleinen Schleimspaß oder jemanden erschrecken will, dann kann man das hier wirklich gut verwenden. Das Auge gefällt mir gut. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses kleine Schleimauge findet. Wir hatten ja schon mal sowas Ähnliches vorgestellt. Ich hatte es dann auch eingefroren und aufgeschnitten. Wenn ihr auch wieder hierfür coole Experimentvorschläge habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich lese mir alles durch. Und vielleicht wird ja dann euer Vorschlag auch schon in ein Video von uns umgesetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne eine Bewertung dalassen und uns abonnieren. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen der Kinderspielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.